Leise, da vorne sind Bockblins. Ganz vorsichtig anschleichen. Und dann. Wow. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir das Königreich Hyrule zum ersten Mal betreten. Und haben ein paar Crocs gesammelt auf dem vergessenen Plateau, die restlichen. Und haben den ersten Schrein im Königreich Hyrule gelöst. Der war eigentlich ganz einfach. Er war keine große Schwierigkeit jetzt. Oh ja, ein Soldatenbogen, herrlich. Wenn wir jetzt unsere gute Waffen kriegen, in Anführungsstrichen, Bockbögen weg. Zuerst schon besser als unsere jetzigen Bögen. Und jetzt wollen wir uns tatsächlich zum Turm begeben. Das ist mein Plan. Den ihr da hinten ganz in Entfernung seht, hinter dieser großen Flagge. Und man sollte immer unter Brücken schauen, denn da ist ja meistens ein Corgi. Das ist auch diesmal so. Jo, ich sehe einen Stein. Ein Stein. Wow. Ich verstehe manchmal echt nicht, warum das Parasegel nicht kommt. Also mit den Thumbnails versuche ich mir so viel Mühe wie möglich zu geben. Aber das ist halt meistens immer sau schwer, die zu machen. Weil ich erstmal eine Idee brauche, dann muss ich die Thumbnails irgendwie bearbeiten. Das ist sehr zeitaufwendig. Da war ja auch noch welche. Ich tue nichts Unüberlegtes. Denn selbst wenn du das tust, dreht sich die Welt trotzdem einfach weiter so. Es ändert sich nichts. Bis auf eine Sache. Mein Geisteszustand. Ich meine, wer will schon so etwas mit ansehen? Jetzt kommt er vom Gelände, und zwar auf meiner Seite, ja? Bro, keine Angst, ich wollte dich unterstützen. Du hast mir echt Angst gemacht. Mit sowas macht man keine Scherze. Ja? Wenn ihr euch selbst umbringen wollt, ist es keine Lösung. Es gibt Hilfetelefone, da, ja, kann man sich helfen lassen. Tut dies. Selbstmord ist nie eine Lösung. Wo kommst du denn her? Ich habe dich überhaupt noch nicht gesehen. Wer bist du? Naja, im Grunde auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst und so unterhalten. Ich weiß auch, dass ich ein Thema... Ich weiß auch schon, was für ein Thema wir quatschen können. Hast du das Gebilde gesehen, was am Boden gekommen ist? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind die ganzen Land aufgetaucht. Aber es ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen an, alle diese verlassenen Schreine zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Ja, wahrscheinlich. Aber trotz dieses Trubels habe ich meine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nichts entgeht und sieht da was tut. Was? Na, der Wächter natürlich. Du kennst die alten Geschichten von Hyrule, oder? Das Ding drüben sieht aus wie ein umgedrehter Krug. Nicht wirklich. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss. Aber noch vor dem Wald. Ich weiß, wer meint. Als er mich entdeckt hat, hat er mich mit Rotlicht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist alles aus. Es ist ein Wunder, dass er so bald entkommen und mich verstecken konnte. Wie, meine Reflexe? Nein, nein, ich mache mir da nur keine Illusionen. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es einige solche Wächter. Pass auf dich auf. Jo, das tue ich. Und ja, er hat recht. Vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Aber nicht von solchen Bockblins da. Jo. Ja.
Ich bin mal aufgespaltet. Die war ganz schön brutal, die Vorgehensweise hier. Und ich glaube, da waren neue Waffen, oder? Ja. Stachelbox-Schild kann man mal reinpacken. Der ist besser als unser jetziger. Und ja. Jemand lappe Eisfalle drin oder sowas. Nee, Nopal. Schade, schade. Hä? Ach, mein Boxschild ist das. Ups. Meins. Gut, da ist noch ein Lager. Aber ob das jetzt Sinn macht, das zu überfallen, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ups, jetzt meine, habe ich ein Insekt, was ich noch nicht kannte. Verschreckt. Wird somit nicht gefangen. Schade. Oh, ein Krog. Ah, stimmt, der Kind mit Baumstamm hoch, ne? Jo. Wow. Das war ja mal ganz schön gefährlich, aber naja, nicht getroffen. Boah, komm doch mal zum Ende. Eins, zwei, drei, meins. Krogsamen für mich, danke. Und in den Ruinen gab es auch noch einen Krog. Und ich sehe gerade sogar einen Baum. Nee. Einen Brunnen, aber ich will mal vorsichtig sein, tummelt sich irgendwo nie mal rum. Bitte wieder komplett im unbekannten Gebiet hier. Das gefällt mir nicht. Wow, ich dachte, ich wäre ein Krog. Oh, aber Rubine nehme ich auch an mich, danke. Ja, der Dorfruine. Alles so kaputt zu sehen, ist echt traurig. Wir sollten aufpassen, der lebt nämlich noch, der eine. Und ich sehe den Ivaro, den Ivaro, sag ich schon, diesen Stein. Und der Krog ist auch meins. Oben war noch ein Krog, aber den hole ich jetzt nicht. Aber hier noch ein Krog? Bin ich mir gar nicht so sicher. Link, du bist stark. Aber das von der Entwicklung ist nicht so stark, dass die Truhe in den Balken reinglitscht. Gut, aber danke für die Rubine. Die nehme ich zu, keine an mich. Oha. Wow. Das haben sie ja cool gemacht mit der Van Distance. Oh, hier ist aber bestimmt ein Krog, oder? Nein. Ist er drauf ein Krog? Nö. Ich habe so selten ins Spiel Krogs auf Bäumen gehabt. Und ich glaube. Ah, nee, das ist keiner, das aussehen, so ein. Ja, so ein Krogkrog, der Baumstamm rein ist. Oder am Baum runterhängt. Eigentlich wollte ich den Turm machen. Allerdings bin ich hier gerade nur dabei. Wow. Ja, und... Perfekt.
Leider zu viele Pfeile dafür verbraucht, hätte nicht sein müssen. Aber noch ein Krog haben wir. Da ist Feuer. Und beziehungsweise Rauch. Also muss da ja Feuer sein, weil Rauch ist nur da, wo Feuer ist. Verdammt, ich wollte es eigentlich fangen. Beziehungsweise schlachten, damit ich was zu essen habe. Aber dann halt eben nicht. Und hier unten war noch ein Krog. Das weiß ich auch noch. Hier bei der Weggabelung. Dabei da vorne. Nö, der ist hier. So. Jo. Und hier war auch noch was im Lager, bilde ich mir ein. Jo. Allerdings ist hier nicht. Ach doch, da. Also wenn ich jetzt im Master-Modus wäre, würde ich das Lager noch lange nicht angreifen. Diese Heilpflanze weist spitze Dornen an, Blättern und Frucht auf. Sie enthält Vitamine, welche die Körperkraft steigern. Als Hütter verleiht sie dir wohl Angriffskraft. Der hat mich wohl nicht KO gemacht. Denke ich mal. So, was brauchen wir nicht? Der Zweihänder oder die Axt damit. Erledigt. Leider haben die nichts allzu viel an Sachen. Ah, da liegt noch was rum. Oh ja, ein Soldatenschild. Näher ist also echt ein Turm, da können wir dann mal den schnell aktivieren, dann können wir die Karte bis anschauen, wo was sein könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber hier war doch was. Jo. War da gerade nicht. Da ist Golderz. Ja, wow. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das vielen Gerichten gehört, pur ist allerdings ungenießbar. Jo, ist so. Hier war doch gerade ein Starter von der Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet, als Kochsalz steigern die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, sodass man lautlos fortbewegen kann. Solche Pilze gibt es wirklich hier, die leuchten. Ich habe so ein spezielles Pilzmyzel. Der Pilz sieht man ja eigentlich gar nicht, der Pilz ist ja unterirdisch. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem Kartenpanzer ausgebildet als Vorzeug. Als Kochzutat festigt er über vorübergehend die Knochen und steigert die Abwehrkräfte. Jo, und hier ist ein Händler. Hi. Der grüßt Reisender, setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Chiro. Reisender Händler, freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Waren selbst im Wald zusammensuchen. Wow. Sicher ist es natürlich einfach, Reisender wie dir Waren abzukaufen. Du hast nicht zufällig was dabei. Doch, ich hab was. Oh, Rot und Zucker schon. 210 Rubine. Opal brauche ich nicht, dann nimm alles. Bam. 360 Rubine. Ob wir schon die 1000 Rubine zusammenkriegen jetzt? In früheren Zelda gab es ja 99 als Limit. Aber hier gibt es Limit eigentlich gar nicht. Ich habe schon bei 50.000 teilweise gehabt. Gut, Standard brauchen wir absolut gar nicht. Deswegen kommen wir jetzt auch klar weg. Und ansonsten habe ich nichts. Jo, danke.
Viel Glück dir. Ja. Jo, Edelwild. Besonders groß ist ein gutes Stück Fleisch. Wer etwas Glück hat, eins davon Art Beuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen. Oh, Rehrücken ist aber auch übelst geil. Oh nein. Octoroks, ihr könnt gerne wegbleiben. Keiner mag euch. Niemand, habt ihr es verstanden? Ich will ein Krokrad da vorne. Oh nein, meine Pfeile gehen langsam aus. Meine Pfeile gehen aus, macht keinen Scheiß. Oh nein, noch 10 Pfeile. Oh. Oh, hab ich zu blöd, diese Scheiße zu treffen. Puh. Es ist doch noch was geworden. Kannst du meine Pfeile zurückgeben? Nein. Du bist Sau. Oh, nicht schon wieder ihr. Was wollt ihr von mir? Dann zählt auf, wenn das Ding zu jagen. Ich treff's eh nicht. Oder gibt's hier vorne wieder Pfeile? Oh, wir können Bombenfische machen, sehe ich gerade. Perfekt. Hey, du Barsche am Start. Die Truhe, was ist da wohl drinne? Keine Ahnung, wer finden wir jetzt gemeinsam raus? Ach, nur ein paar. Oh, hier oben ist was. Ach, komm. Ausdauer lade ich auf. Ein frisches Ei, das sich oft Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Ein Ei am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nur da ist eine Krokblume. Das ist ein leeres Monsterlager. Im Prinzip bringt der gute Kollege mich schon zum Turm. Oh. So, danke. Danke, dass du mich zum Turm gelutzt hast. Du bist ein vernünftiger Krok. Und die Turmmusik spielt schon, also sind wir sehr nah am Turm. Kann man ja auch unschwer erkennen. Deine Trophäe aus einem Federbeißerkampf. Als Kochzeit scheint das Auge nicht zu taugen. Aber vielleicht findest du ja einen anderen Zweck dafür. Nein, soweit ich weiß, noch verkaufen. Mir wäre jedenfalls nichts bekannt, was, oder wer das Auge brauchen könnte. Also ich brauche definitiv kein Federbeißerauge. Diese Turmmusik ist so unglaublich entspannend, genauso wie diese Musik, die in Hebra-Bergen und so spielt. Herrlich.
Wow, mach keinen Scheiß, Link. Wir sind dann sehr nah bei Impa, beziehungsweise im Kakariko-Dorf. Wir sind eigentlich nur noch um den Zwillingsberg drum. Oh, Link. Mach keinen Mist. So, unser zweites Gebiet. Und es ist schon viel, viel größer als hier unser vergessenes Plateau. Schreinsuche. Wenn du dich in den Schrein näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt ein Sensor aus, geh in die Richtung, in der der Ausschlag am stärksten ist. Yes. Jo, dann können wir das klar löschen, den Stempel. Preludia-Fluss, hier haben wir Quark gefunden. Außerhalb des Gebietes. Hier bin ich mir sehr unsicher. Ich glaube, hier gab es keine großen weiteren. Und die ist ja schon die Prärie. Oder nee, Quatsch, nee. Blödsinn. Hier ist Heil, ja. See und so Zeug. Hier ist die Grenze vom See und hier ist ein Monsterlager. Okay. Hier ist eine Erinnerung, das weiß ich schon. Das kann ich dir mit irgendwas Besonderem markieren. Habe ich nicht, dann mache ich es eben nicht. Oh, hier ist Krog. Apfelbaumrätsel. Hier ist auch irgendwo ein Krog gewesen noch. Da muss ich noch offscreen alles markieren. Hier ist ein Krog, das weiß ich auch. Hier ist ein Krog irgendwo hier. Felsen wollen wir darunter schmeißen. Und hier sind ein paar. Hier müsste noch ein Krog irgendwo sein. Ups. Hier weiß ich nicht. Hier muss aber irgendein Krog sein. Logischerweise unter der Brücke, würde ich behaupten. Hier ist klar beim Krog oder so. Oder hier. Bin ich mir gar nicht ganz genau sicher. Larisha Höhen. Ja, ist überall Krogs. Hier ist irgendwo ein Krog. Da ist ein Krog. Hier, Karigo. Ach, Leute, das wird schön. Ich freue mich auf das Projekt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man den Krog da schon holen kann. Reicht's, wenn ich da drüber springe? Ich weiß es nicht. Als ob du keine Pfeile bei dir hattest. Fehlen. Er darf euch nicht verfehlen, aber hat er leider. Dass ihr aber auch alle nichts habt, ihr Flaschen. Überfallen möchte ich jetzt.
Hörner aufgespalten und du bist vernichtet. Supi. Können wir den gleich mal mitnehmen hier. Und dann versuche ich den Krog da oben zu holen. Dann würde ich direkt wieder zum Turm porten können und dann wiederum in Richtung der Zwillingsberge weitermachen können und dann da. Oder kann ich schon auf die Zwillingsberge besteigen irgendwie? Die sehen ziemlich hoch aus, aber ich kann es ja mal probieren. Hier ist ein Krog, das ist ganz klar. Man muss ja die. Ich kann mal was probieren. Nee, den kann ich nicht triggern, schade. Da brauche ich ein Pferd für. Okay, schade. Schade, schade. Ich hätte den Zugang da geholt. Das geht allerdings nur mit einem Pferd. Und kann ich jetzt da hoch? Da würde ich mich gerne den Krog holen. Solange wir keinen Regen haben, kann ich eigentlich überall hoch. Boah, sie ist schon bedroht in dem Schloss. Im Prinzip sind wir wieder so nah und doch so fern. Also nah, relativ gesehen. Wir sind schon weit weg vom Schloss, ungefähr. In Luftlinie. Ein paar Kilometer. Allerdings ist es noch ein weites bis zum Schloss. Erstmal müssen wir alles erkunden und dann irgendwann mal können wir uns dem Schloss in nähere Betrachtung ziehen. Aber ich bin mir nicht sicher, hier oben war auch irgendwo ein paar Wächter. Zwei Stück, die hier rumlaufen. Ich glaube sogar, es war hier in der Nähe. Oh nö, es ist ein Ivarok. Aber trotzdem ist hier irgendwo noch ein Wächter. Der Ältere. Lass mich in Ruhe, bitte. Kann da eigentlich ja langlaufen hoch? Ich habe eh alles am Wächter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und jo. Ich bin schon fast da. Okay, das ist eine Monstertruhe. Kann ich die überfallen? Sind da Fanbomben? Was? Jo. Ja, ja, halt nicht rum. Ach nö. Der hat so eine spezielle Waffe. Der hat nur einen Bockstock. Was will denn der mit einem Bockstock, ey? So. Erledigt. Das war ganz schön knapp hier. So, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Ja. Bis zum nächsten Mal und ciao.